Hallo, meine lieben Leute, und willkommen hier zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wieder hier in War Thunder und diesmal mit dem Concept 3. Ein englischer Guardpanzer auf dem BR 4.3. Ein Rang 3er Ding, das heißt, man kann sogar Missionen mit dem machen, was auch ziemlich cool ist eigentlich. Hat eine 77mm Kanone mit 150mm Durchschlag, mit der besten Round natürlich. Die anderen, ja, sind kacke. Immer die ist wirklich viel besser, was auf 4.3 auch viel ist. Das ist eigentlich so viel wie ein Tiger hat, nur dass der ein BR weniger ist, wie auch immer. Ja, er ist ziemlich schnell, für das das eigentlich so klobig ist, er ist ziemlich groß dafür, ist auch wieder ein Nachteil natürlich auch. Aber er ist ziemlich schnell, hat keine Panzerung. Ich meine, 30mm ist sogar von Radpanzer nicht mal schlecht, muss man sagen. Da 50 sogar auf dem Mantel da beim Turm, aber es ist nicht viel. Oben natürlich, ja, 6mm, gar nichts. Was ich mir auch gerade gedacht habe, das ist cursed. Also, ein Browning MG4, das habe ich auch noch nie gesehen, bin ich ehrlich. Alles klar. Hoppla. Kacke, das wollte ich nicht. Hä? So. Schaut das überhaupt aus? Hä? Es ist halt wirklich einfach nur ein Browning MG. Wieso MG4? Entweder ist das ein Bug oder... Das ist ziemlich cursed. Na egal. Hat 4 Crewmember, die sind eigentlich, ja, normal verteilt. Der Load ist rechts. Wenn man den Gunner und da das Ding hier trifft, lebt er zumindest doch, aber ja. Man hat nicht viel Überlebenschance, wenn man getroffen wird. Nachladezeit 7,4 Sekunden, ja. Standard würde ich sagen. Ja. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen sollte, lasst mir ein Like, Abo, Kommentar, irgendwas. Es würde dich wirklich hart freuen und den Kanal wirklich sehr unterstützen. In dem Video wurde ich ein paar Mal von Cass weggebombt bzw. weggesäbelt. War nicht so geil, aber dafür habe ich immer noch ein paar Kills zusammengebracht. Aber ihr werdet es ja gleich sehen. Ja, gut. Wie in guter Manier wieder in der Wintermap. Glaubt mir, das Ding, also der, das, was ich gerade spiele, der Motor ist verdammt laut. Also, sobald man ein bisschen crit, aber wow, nur der Machine Gunner. Bleib stehen, der bounced ein bisschen herum. Das war eigentlich actually nicht ein schlechter Schuss. Ich hoffe nur, dass er mich nicht sieht. Hinterher. Ich werde mal hinter dem Stein fahren, ich weiß noch, dass er dort ist. Bisschen höher noch. Driver, ja, es ist ein bisschen eine Doktorarbeit. Weiter rechts. Höher. Sehr gut, das war der Treffer. Bullseye, ja. Ich habe einen T34 auch noch gesehen. Das ist kein T34. Das war ungut und das ist noch unguter. Ah, danke. Danke. Es ist zum Kotzen. Ich kann euch sagen, wie lange habe ich jetzt gespielt? Ich glaube, ich war jetzt drei... Warte, ich sehe. Ich war 2 Minuten in diesem Spiel. 2 fucking Minuten. Und in den Minuten fliegt da ein Jäger von uns dazu, das Schlachtflugzeug von den Gegnern. Und 2 von unseren Schlachtflugzeugen, eine ME-410 und eine HS-129. Kommt da noch was lang? Kommt da noch ein Gegnerflugzeug? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich kommt sogar auch noch ein Gegnerflugzeug. Es ist wirklich so traurig in dem Spiel mittlerweile. Es ist so fucking traurig, wie schnell man in so einem Schlachtflugzeug spawnen kann, nur dass man einen Kill bekommt. Ich labe einfach weiter währenddessen. Ich verstehe das nämlich bis heute nicht. Also, es klar macht's Bock. Also, mit einer Stucker zum Beispiel oder mit einer Ente, also eine HS-129 oder so, von oben mit fetten, oder diese P108, P.108, das italienische riesige Flugzeug mit einer 102mm Kanone oder so. Klar macht das Bock, aber ich verstehe bis heute nicht, wieso man mit einem Schlachtflugzeug mit Bomben, also zum Beispiel ein Schlachtflugzeug mit einer einzigen Bombe, die zum Beispiel so 500 Kilogramm hat oder so. Keine Ahnung, 400 oder von mir ist auch eine Tonne.
spawnt und ein, zwei Kills macht und keine Ahnung und hey, ich verstehe nicht warum, aber ich finde das einfach komplett ineffizient. Für was so ein Flugzeug, wenn ich mir, keine Ahnung, eben eine Ente nehmen kann und mit der habe ich, wie viel, aus der Hand, also aus der Luft gegriffen, jetzt 12 Schuss, glaube ich, oder so. Das heißt 12 potenzielle Abschüsse, mit der ich länger im Spiel sein kann, ohne dass ich immer wieder zurück zum Flugfeld herum suchen muss. Ich meine, klar, am Ende des Spiels ist das was anderes, wenn ich dann mit sowas spawn und zum Beispiel noch ein oder zwei Kills abstaub. Aber am Anfang des Games? Warum? Das ist doch... Also, keine Ahnung, ich hätte keinen Spaß damit, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte wirklich gar keinen Spaß damit, okay. Ja, klar, Spots halt nicht, Mann. Das ist ein Schwede. Komm. Ah, zu tief. Und der ist weg. Ich mag wirklich nicht, dass ich schon wieder eine... Ich ziehe nur Wintermaps. Oh. Der ist da. Ich ziehe nur Wintermaps. Das wird einfach... Oh, gar nicht schlecht. Ich hätte gedacht, dass ich ihn gar nicht mehr treffe. Bisschen weiter vor und ich hätte ihn komplett getroffen. Nicht gedacht, dass es noch trifft. Ah, links ist auch was, gell. Ja, ein Puma. Schon wieder ein Puma. Wieso? Überall so leichte Panzer. Und ich habe ihn wieder nicht gespotten können, natürlich. Uff, das war ein guter Hit. Der hat ihn, glaube ich, nicht geschmeckt. Zu tief. Der sollte jetzt, glaube ich, schon wieder weg sein. Ja. Ich bounce so hart mit dem herum. Der hat so eine fette Kanone für das, dass er eigentlich nichts hat. Okay, da ist einer krepiert. Krepiert. Oh. Panzer 4. Guter Treffer, guter, sehr guter Treffer. Es ist wirklich traurig, oder? Da, schaut euch das an. Schon wieder ein Flugzeug. Eine A36, wieder ein Schlachtflugzeug. Das ist wirklich eine Krankheit mittlerweile in dem Spiel. Also langsam wünsche ich mir wirklich einen... Oh, juicy. Ja, klar. Okay, hatte keine Crewmember-Ding, also eben drin im Turm. Manchmal wünsche ich mir wirklich schon mittlerweile einen Spielmodus, wo es einfach keine Flugzeuge mehr gibt. Also wirklich. Das wird für mich einfach nur eine Bereicherung grad sein. Denn ich habe mittlerweile gar keinen Bock mehr, immer von Flugzeugen gekillt zu werden. Das... Bitte spot... Na ja, okay. Wenigstens noch gespottet, der bringt ihn eh schon um. Oder? Der kriegt den wirklich nicht tot. Warte, ich bounce so hart herum. Der hat den nicht tot bekommen. Der KV-1. Ja, da fliegt schon wieder ein Doppel... Ja, es ist schon wieder ein doppelmotoriges Flugzeug. M24. Er hat geschossen. Hallo. Tschüss. Da ist noch was. Ja, okay, das ist mein Tod. Doch nicht. Ich komme da, glaube ich, aber auch nicht durch. Ja, ich komme nicht durch. Ja. Seversk 13. Mag eigentlich die Map nicht so. Also, mit dem Ding hätte ich viel lieber eine Wüstenmap gezogen, bin ich ehrlich. Schon wegen meinem Tarnanstrich hier, also mit meiner Farbe her. Aber man kann ja nicht alles im Leben haben. Schauen wir mal, ob das lang kommt. Normalerweise brechen da immer ein paar durch, um zum Punkt zu kommen. Also, mehr als warten kann ich gerade nicht machen. Okay, da wurden welche von Art gespottet. Ich werde mal ein bisschen nach hinten fahren. Ja, da war der erste, ein Sherman.
Fuck, Target and Damaged. Fahr weg. Das war so ein unguter Schuss gerade. Oh, der schaut mir noch ein Downtier. Der schaut mir noch ein Downtier aus. Crit, Driver, Gunner, genau das, was ich wollte eigentlich. Genau die zwei guten Sachen für ihn. Kacke. Wo ist er hin? Hey, ich sehe ihn nicht mehr. Ist der hinter dem Haus? Wahrscheinlich. Gut. Zwei Kills, ich zähle den KV2 jetzt auch dazu, weil ich habe gerade die ganze Arbeit für den gemacht, weil die sind nicht durch den durchgekommen. Zwei Kills haben wir. Okay, der Sherman ist auch weg. Da drüben schießt was. Da ist wer. T34 Fragezeichen. Ich glaube. Ja, schaut. Ja, ist ein T34. Crit. Schön den Cannon Breach weggehauen. Au. Na gut. Der Schuss kam von der Seite. Und auch noch ein M2. Aber er hat genommen. Ja, Props an ihn. Er hat wenigstens genau meine Ammunition getroffen. Ich glaube, der kennt sich aus. Der weiß, was er macht. Verstehe aber auch nicht, wie die mal alle durchkommen. Hä? Wie, schauen meine. Also passen meine Team jetzt nicht auf? Die flanken uns gerade zum Tode. Seht ihr es gerade? Die zwei da hinten? Die machen gerade den Flank des Jahrhunderts. Okay, die räumen alles weg. Bekommt er den Tod, den Gehetzer? Ja, bekommt er. Ja gut, die sind alle tot, die jetzt da stehen, glaube ich. Obwohl, das ist ein KV-1B, der ist ziemlich OP. Der könnte noch, der könnte viel tanken. Kommen sie nicht so leicht durch. Okay, ich glaube, das war's mir wieder mit dem Flank. Ja, das war's mit dem Flank. Das war das Konzept 3. Oder der Konzept 3, wie auch immer. Einfach ein Radpanzer in Englisch, eigentlich einer der spätesten, glaube ich sogar. Naja, es kommt noch welche, egal. Ist ein eigentlich ziemlich gutes Ding. Also, wenn man gedowntiert wird, ist er ziemlich OP mit seiner 77mm Kanone. Aus dem Grund. Ja, genau, das habe ich mir nämlich gedacht. Die hat nämlich keiner sonst. Die hat kein einziger Typ sonst auf dem und der hat 152mm Durchschlag. Naja. Naja, ist eigentlich recht viel sogar. Wenn ich mir denke, der Tiger ist auf. Oh, da habe ich irgendwas bekommen, ja. Der Tiger ist auf, also ist ein BR höher. Ist eigentlich nicht schlecht. Für, also 150mm geht ganz schön in Ordnung. Und der Spalt, also macht ziemlich. Ja, kommt davon. Man hat es gerade im Video nicht gesehen. Komischerweise, manchmal macht er richtig viel Schaden, aber. Ja. Hat natürlich keine Armor aber dafür. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst mir vielleicht ein Like, Abo, Kommentar, irgendwas. Das würde mich wirklich freuen und den Kanal immens unterstützen. Und wir sehen uns vielleicht im nächsten Video dann wieder. Habt einen wundervollen Tag und ciao!